Heute habe ich Erdnussbutter-Schokolade in den Sorten Strawberry Peanut Butter und Crunchy Peanut Butter. Gab's bei Penny für 1,29. Ist aber eine Billigmarke. Milchschokolade gefüllt mit Erdnussbutter und knusprigen Cerealien. Milchschokolade gefüllt mit Erdnussbutter und Erdbeerfruchtzubereitung. Hört sich sehr lecker an. Soll wohl so eine Art Peanut Butter Jelly sein. Gefüllt mit Erdnussbutter und Erdbeerfruchtzubereitung. Ich vermisse das irgendwie, dass die Schokolade in Alufolie eingepackt ist. Irgendwie hat mir das früher viel besser gefallen. Obwohl es hier ein bisschen komisch aussieht. Schmeckt lecker. Die ist sehr lecker. Die Schokolade schmeckt sehr gut, aber Erdnussbutter kann ich gar nicht rausschmecken. So richtig, also ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, zu verwöhnt von diesen amerikanischen Reese's-Dingern. Diese Reese's Cups muss man unbedingt mal probiert haben. Und die haben so einen extrem starken Erdnussbuttergeschmack. Oder sogar Kit Kat Chunky mit Peanut Butter. Die sind auch gut. Aber hier habe ich jetzt, weiß ich nicht. Also, es ist ein sehr schwacher, kaum vorhandener Erdnussbuttergeschmack. Aber sind trotzdem sehr lecker. Aber 1,29, ich weiß nicht, ist ein, ja, obwohl für 150 Gramm. Es geht, ist ein bisschen zu teuer für so eine Billigmarke, aber es geht noch, so ist im Rahmen. Milka kosten zum Beispiel im Angebot für 100 Gramm, wenn man Glück hat, 55 Cent. Zurzeit aber, glaube ich, irgendwas um die 70 Cent. Von daher. Genau dasselbe. Die sind nicht so gut wie die anderen. Mir gefällt das mit dieser Erdbeermarmelade oder was das sein soll. Nee, ist nicht so meins. Aber wieder kein Erdnussbuttergeschmack. Das ist doch irgendwie komisch. Wenn man schon sowas draufschreibt. Aber die erste, die ist richtig gut. Die hat auch so ein paar Flakes drin gehabt. Naja, Cerealien. Die kann ich empfehlen zum Ausprobieren. Die hat mir gut gefallen.
Heute habe ich American Style Crumble Chocks. Gab es bei Netto.